So, ich bin jetzt wieder hier in einem neuen Video, in einer neuen Folge. Das letzte Mal bin ich ja hier Drachenbrücke gewesen und da war dann halt der Livestream ja auf einmal abgebrochen worden, weil das Spiel abgestürzt war. So, was ich natürlich auch sehr schade finde, denn ich wollte noch ein bisschen weitermachen, aber da habe ich mir gedacht, okay, gut, pass auf. Ich war in Drachenbrücke und das Spiel war dann abgestürzt. Also fange ich hier nochmal in Drachenbrücke an. Und was ist? Ich habe hier wieder mal einen Drachen. Also könnte man sagen, das geht eigentlich weiter, da wo ich aufgehört habe. Müsste doch eigentlich ja nur noch runterkommen, aber der ist nicht rot auf dem Radar, auf mein Dings. Gut, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal weiter, denn wie man auf meinem Radar sehen kann, ich muss irgendwie in diese Richtung hier. Ich könnte auch da wohl lang gehen. So, ich habe mal wieder genießt. Hatte man nicht gehört, da ich das Mikrofon ausgemacht habe. Genau, ich war dann hier durch das Wasser geschwommen. So. Da war doch ein Stück gelaufen, da war mal zack was abgebrochen. Das Spiel. Denn ich muss ja noch irgendwo hin. Woher seid ihr gekommen? Das wird euch eine Lehre sein. Okay. Die Waffe habe ich ja jetzt auch neu. Seit ich da unten drinne war und immer diese komischen Lichter gefolgt bin im Stream. Das war vielleicht eine Folge. Woher seid ihr gekommen? Ja, nein, Männer. Eine Lehre sein. So. Was hat er denn? Ne, brauche ich nicht. Was ich mir mal jetzt gedacht habe, ist zum Beispiel, ich könnte mal irgendwie auch nach mir meine Ausrüstung verbessern, was ich so auch noch nie gemacht habe, über weit 115 Folgen. Dafür brauche ich aber dann sowas wie Eisen und solche Sachen halt. Ich muss mal sehen, wie komme ich da ein bisschen jetzt hier, ne, irgendwie. Ist ein weiter Weg und ich weiß nicht genau, welcher Weg jetzt am besten ist, wo ich da am besten lang kann. Das hier sieht aber nicht wegmäßig aus hier. Hau ab, voll ab. Okay. Was macht denn meine Lady? Die wird wohl irgendwo nachkommen. Okay, denke ich mal hier lang. Da ist eine Höhle. Wird mir hier angezeigt. Da hinten auf denen wäre hier, okay. Wo ist denn meine Freundin sozusagen? Oh, der hat mich schon gesehen. Halleluja. Moment, wo kommst du jetzt? Her.
Alter. So. Ja? Woher seid ihr gekommen? Und der. Ja, überwehr. Selber überwehr. Ja, aber. Nö. Lass mal stecken. So, wo ist denn hier die Höhle, hä? Oder was haben wir hier? Wer ist da? Okay, Sprungschanzenente, was? Na gut. Und die muss natürlich kämpfen, ne? Aha. Hep. Und hep, dann will ich ihr mal helfen vielleicht? Das wird euch eine Lehre sein. Nein? Okay, brauche ich nicht helfen. Dann komm mit, meine Vampir-Lady. Fairy, Fairy, Vampir-Lady. Oder so ähnlich. Alter, das ist ein Weg, okay. Ja, Drache. Woher seid ihr gekommen? Okay. Ui. Ach, mein Ding ist ja noch nicht fertig hier. Ach, ich muss mal gerade meine. Ui. Moment, oh Herr. Ja, ich tanke erstmal auf. Moment. Okay, ich muss mal kurz meine Nase unbedingt putzen. Das geht nicht anders. Okay, weiter geht's. So, Moment, erstmal heilen. Komm mal her, damit ich dich hier erstmal kurz. Ja. So. Das habe ich bei deinen Kollegen auch gemacht. Ich muss, glaube ich, 20 Drachen reiten. Ja, komm her. So. Und ich flieg mit dem Drachen so hoch. Falls man den nicht selber steuern kann, das wär's ja noch. Und dann auf Knopfdruck hier noch Feuerfallen und so weiter. Wie ihr befehlt, Bruder Alpha Gold. So, setz mich wieder ab und du kannst dann weiterfliegen. So, danke schön. Hoppala, Moment. Ja, hier ist der Weg. Okay. Jo. So, mach's mal gut, ne? Ich muss hier irgendwie noch was finden. Da ist eine Ziege. Noch eine. Moment. Um mich gebucht. Zwei Händer. Lauf. So. Das ist noch so weit, Mann.
go. Woher seid ihr gekommen? Das ist ja so gesehen egal. Ui. Und jetzt ist er wieder rot. Hey, ein selbe Zahntiger. Komm her. Ich hau dir auf den Flügel. Au, hallo. Was willst du denn, du Halbnackte? Hä? Ups, so. Ey, und da haut das wieder rein. Moment. Gib mir mal Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Oh, die Sternschnuppe. Wie geil ist das denn? Da ist noch eine da hinten. Hallo. Wieso bist du denn da runtergegangen? Mein Ohr. Dann nehme ich doch mal Feuer. So, der Zahntiger. Ja, ist ja gut. Heieiei. Hua. Ei, du Folge voller Tiere. Moment. ABCDEF, ja. So. Nein, ich wollte mich erstmal bücken und dann. So, warte mal, dann wollte ich erstmal den anderen Bogen rausholen hier. Und erstmal wieder heilen. So. Huch. Oh, Bagger, Moment. Dann kommt mir so in den Bein rein. Ja, komm her. Jawohl. Zwei Zwergenpfeile. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht kann ich gerne noch was abgeben. 277. Na gut, mal sehen. Oh, hier ist meine Seele abgesaugt. Yeah. Also nicht mal lang. Ich sauge eine auf. So. Ja. Ich möchte mit dir was tauschen. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird.
Also ich habe 25. Okay, 20. Komm her, du kriegst meine Knochen. So, alle vier. Du kannst diesen Gegend nicht aus. Nein, ich bin ja auch. So. Den kannst du auch noch haben. Okay. Erstmal das. So, aber hier unten war eine komische Musik, aber hier sehe ich keinen Stein. Hier ist mir sicher doch keiner. Da ist irgendwie eine, ja, was auch immer. So. Da kann es liegen bleiben, ist was weiß ich wie lange. 1000 Jahre oder mehr. Und ich muss in die Richtung. Und ich lauf den Berg rauf. Hep. So, ich bin ja schon irgendwie ganz nah dran. Kann ja nicht mal so weit sein. Quarzfallhöhle entdeckt. Okay, da ist es. So. Eieiei, weiter ist ein Weg. Nochmal gucken, hier Auftrag. Warum bin ich genau hier? Einmal schnell speichern. Finde Auris Bogen. Ja genau, den Bogen brauche ich. Ich bin wegen dem Bogen hier. Einmal hier in die Runde. Und dann geht's hier nochmal lang. Und eine Spinne. Nein, Moment. Nicht mit dem Bogen. Vielleicht zwei Händer. Wer ist da? Ah ja. Zack, kabum. So. Es geht da runter oder es geht hier lang? Ah. Gut, hier ist aber nichts. Ist ein bisschen dunkel, aber. Habe ich nicht irgendwo einen Zauber, vielleicht der so ein bisschen Licht macht oder sowas? Die Frage ist nur. Was für ein Zauber wäre das? Kräfte? Nein, nicht bei Kräfte. Schreie. Nee, Schreie nicht. Die sind noch dunkel. Genau, das heißt, da muss ich noch. Nee, Moment, aktivieren. Ich muss das aktivieren. Ich habe 15 Drachen sehen. Im Moment. Okay. Dann beschwöre ich den hier jetzt einfach mal. Also. Das da und das da und das da. So, das war ja einmal dieser eine Drache. Oh je, das ist auch schon ein bisschen her. Elementare Raserei. Okay, mach ich mal so. Das mache ich auch mal. Sturmruf. Ein Schrei in den Himmel, ein Ruf in den Wolken. Ja.
Gut, habe ich das erstmal hier? Nee. Beschwören ist ja das hier, das habe ich auch noch nicht so gehabt. Blitzmantel, nee. Was wie wo was? Ich mach das mal. So, Illusion, Heldenmut. Kettenschwein ist hier, ja. Den habe ich ja schon. Okay. Warte mal. Kettenschwein ist ja hier. So, und loslassen. Hallo. Ah, was komme ich da nicht vorwärts, ey. Irgendetwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Das mag sein. Okay. Oh, ich bin Sie ist mitgekommen. Okay. Ich dachte, dass ich etwas gehört habe. Hallo, das ist so dunkel hier. Trotzdem, wo das Licht an ist. Hallo. Sag mal, was ist denn hier los? Das wird euch eine Lehre sein. Es ist so dunkel, es ist... Der Ton ist leiser. Was ist denn das hier für eine Ecke? Wer ist da? Was ist denn das hier? Man Feuer gar nicht mehr. Das wird euch eine Lehre sein. Woher seid ihr gekommen? So, dann jetzt noch. Eine riesige Spinne. Was habe ich denn da für so einen Strich? Das wird euch eine Lehre sein. Ja. Wieder dieser merkwürdig. Hier, wenn ich unter Wasser bin und hier nicht. Ah, Moment, das ist irgendwie komisch. Einmal schnell speichern und dann lade ich das noch eben mal ganz kurz neu. So, ich habe es geladen und jetzt ist es wieder laut genug. Keine Ahnung, was das eben war für ein komischer Bug hier. Haben wir hier 22. So, jetzt werde ich mal solche Dinger mal sammeln, Quecksilber und was es noch so alles davon gibt. Alter, das ist ja hier sowas von dunkel.
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K. Kettenschein. Hallo Spinne. So. Fang das Licht. Das ist Navi. So. Und wie ist das jetzt mit dem Bogen, den ich haben muss? Komme ich da leichter ran? Komme ich da schwerer ran? Diese Leute waren... Warum würde jemand hier labern wollen? Schwarzwaldhöhlen-Notiz. Okay, mal gucken, was steht denn da? Oh Gott, ist das hier. Und dann noch so, so klein. Das kann ich nicht lesen. Das ist mir zu klein hier auf diesem... Okay, ist auch nichts Wichtiges. Dann mal weg damit. Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist. Ja. Stahlbolzen. Dreimal Fackeln. Ich habe ja schon eine. Nee, was soll ich denn damit? Geldbeutel. Ja, das geht. Beutel. Dietrich und 8 Taler, okay. Mal wieder ein Dietrich. Dann muss ich jetzt wohl hier runter, oder? Oh! Vorsicht! Vorsicht! Ich hab doch gesagt, Vorsicht. Ja, ist ja gut jetzt. Ja doch. Ja. Stöhn doch nicht so rum, Alte. Der bist ja wieder. Komme ich dann hier hin? Komische grüne Höhle hier. Und so. Alter, hier ist ja noch Wasser. Haltet die Augen offen. Ich glaube, ich mache die Augen zu und laufe dann hier so dick gegen oder was? Du glaubst, ich bin blöd, was? Trolle, würde ich mal sagen, sind da hinten. Okay. Einmal kurz speichern. Moment. So ist einmal den Bogen hier. Person reden? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal dann das hier in der Hand. Was ist das? Kommt näher. Ihr habt hier nichts zu fürchten. Nicht? Ich bin Ritter Paladin Gelebor. Willkommen im großen Dom von Auriel. Hi. Diese Höhle ist ein Tempel für Auriel? Auriel, Alkosch, Akatosch. So viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Aha, Schneeelfen. Ihr seid ein Falmer? Ich bevorzuge Schneeelfen. Okay. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet. Die verderbten Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Aha. Ich glaube, ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Und? Warum auch sonst? Ist er da? Ich kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Ach ja. Woher wusstet ihr das?
In den tausenden von Jahren, die ich dem Dom als Wächter gedient habe, gab es keinen Besucher, der aus einem anderen Grund hergekommen wäre. Mhm. Sie bitten um Auriels Bogen und ich bitte Sie um Hilfe. Okay. Das ist schon so oft passiert, dass ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen kann. Was für eine Art von Hilfe brauchst du denn? Ihr müsst Erzvikar Virtur töten, meinen Bruder. Aha. Euren Bruder töten? Aber warum? Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist. Aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach nicht, warum Auriel so etwas zulässt. Mhm. Was genau haben die Betrogenen getan? Sie fegten ohne Vorwarnung in den Dom, mit dem Ziel, jeden zu töten. Habt ihr euch nicht gewehrt? Der Dom war ein Ort der friedlichen Anbetung. Ich führte eine kleine Gruppe von Paladinen an. Aber wir waren der schieren Anzahl der Betrogenen nicht gewachsen. Sie veranstalteten ein Gemetzel. Dann stürmten sie das Allerheiligste, wo sie Virtur verdorben haben. Das glaube ich jedenfalls. Ihr wisst noch nicht einmal, ob er noch lebt? Er lebt noch. Ich habe ihn gesehen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Schmerzen leiden oder angespannt sein. Er steht einfach da und wacht, als würde er auf etwas warten. Habt ihr versucht, ins Allerheiligste vorzudringen? Die Wegschreine unbewacht zu lassen, würde meinen heiligen Dienst als Ritter Paladin von Auriel verletzen. Und ein Angriff auf die Betrogenen, die das Allerheiligste bewachen, würde nur mit meinem Tod enden. Wegschrein? Ja, lasst es mich euch zeigen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Das ist also die Magie der Schneeelfen. Unglaublich. Bei diesem Bauwerk handelt es sich um einen Wegschrein. Als der Dom noch ein Ort der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung. Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Was bedeutet das Becken in der Mitte? Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte, erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bruder töten und Auriels Bogen für uns beanspruchen können? Ich weiß, wie sich das alles anhören muss. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten. Der einzige Weg, zu meinem Bruder zu gelangen, ist den Fußstapfen der Initiaten zu folgen und wie sie von Wegschrein zu reisen. Der erste befindet sich am Ende der Schwarzfallpassage. Einer Höhle, die den Mangel an Erleuchtung symbolisiert. Wie viele weitere Wegschreine gibt es denn noch? Es gibt insgesamt 5 Schreine, die über den gesamten Dom verteilt sind. 5? Diese Höhlen müssen riesig sein. Höhlen? Oh, keineswegs. Der Dom umfasst mehr als nur ein paar Höhlen, wie ihr schon bald entdecken werdet. Ich kann euch jedoch nicht ohne den Wasserkrug des Initiaten losschicken. Aha. Ich habe einen Krug. Ich muss ihn also an jedem Wegschrein auffüllen. Wenn ihr einen Wegschrein ausfindig macht,
wartet dort ein spektraler Prälat, der ihn hütet. Er wird euch gestatten, das Wasser aus dem Becken des Schreins zu nehmen, so wie es auch die Erleuchteten tun. Okay, dann geh ich mal los, ne? Dies ist womöglich unser letztes Gespräch. Solltet ihr vor eurer Abreise noch Fragen haben, stellt ihr sie mir besser jetzt. Ansonsten kann ich euch wohl nur noch eine sichere Reise wünschen. Überlebe die Vorwahlpassphase. Hast du noch was anderes zu sagen? Fragen? Dachte okay. Ich mir schon. Was ist das Dom von Auriel? Sie ist, oder vielmehr war, der Mittelpunkt unserer Religion. Die meisten Schneeelfen verehrten Auriel. Der Dom wurde ungefähr zu Beginn des ersten Zeitalters errichtet. Er sollte eine Anlaufstelle für all jene sein, die nach Erleuchtung suchten. Mhm. Die meisten Schneeelfen. In unserem Reich gab es auch Tempel zu Ehren einiger der anderen Götter. Trenimak, Syrabane, Jefre und Finaster vervollständigten das Bild. Diese Tempel verblassten aber neben der Pracht des Doms und seiner Wegschreine. Hm. Die Wegschreine gehören also zum Dom. Oh ja, sie waren ein wichtiger Teil der Abläufe hier. Aha. Sie repräsentierten die Schritte der Initiaten auf dem Weg zur völligen Erleuchtung. Leider ging die Magie, durch die diese Wunder entstanden, lange vor meiner Ankunft hier verloren. Wer sind die spektralen Prälaten, von denen ihr gesprochen habt? Das sind die Geister der Schneeelfenpriester, die sich um die Wegschreine gekümmert haben, bevor sie von den Betrogenen abgeschlachtet wurden. Mhm. Durch die Gnade Auriels wurden sie zu ihrer Spektralform wiederhergestellt, damit sie ihre Dienste fortführen konnten. Okay, gut. Sie sollten aus uns helfen können. Ich fürchte, dass sie in ihrer gegenwärtigen Form noch immer glauben, dass der Dom ein aktives Zentrum der Anbetung ist. Aha. Sie werden euch nicht antworten, sondern glauben lediglich, dass ihr ein Initiat auf der Reise zum Allerheiligsten seid. Hm. Wer war euer Volk? Wir waren einst ein blühendes und wohlhabendes Volk, das einen Teil von Himmelsrand kontrollierte. Leider lagen wir ständig mit den Nord im Krieg, die das Land als Heimat ihrer Ahnen beanspruchten. Hm. Es scheint, als hätten die Nord gewonnen. Das könnte man so sagen. Wir hatten immer ein wackeliges Bündnis mit den unterirdischen Zwergen. Mhm. Und als wir um unsere Auslöschung fürchteten, ersuchten wir sie um Hilfe. Überraschenderweise erklärten sie sich bereit, uns zu beschützen. Allerdings zu einem furchtbaren Preis. Der kollektiven Blendung unseres Volkes. Dem kam doch nicht jeder zugestimmt haben. Es gab Splittergruppen, die sich gegen die Vereinbarung wehrten. Einige strebten sogar alternative Bündnisse an. Doch schließlich wurden diese Elfen entweder getötet, verschwanden oder ließen sich dann doch auf den Handel mit den Zwergen ein. Hm. Was hat euch in die Betrogenen verwandelt? Das frage ich mich oft selbst. Die Blendung meines Volkes wurde vermutlich durch ein Gift herbeigeführt. Das reichte aber noch nicht aus, um sie zu den traurigen, verdorbenen Kreaturen zu machen, die sie heute sind. Hm. Warum wurden die Schneeelfen hier nicht davon betroffen? Der Dom ist ziemlich abgelegen. Daher dauerte es einige Zeit, bis uns die Kunde vom Angebot der Zwerge erreichte. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war es bereits zu spät. Nicht einmal der Versuch eines Eingreifens war für uns noch möglich. Aha. Habt ihr deshalb euer Augenlicht bewahrt? So ist es. Es gab immer nur 100 von uns, sodass den Zwergen und den Nord unsere Anwesenheit verborgen blieb. Ironischerweise haben unsere eigenen Leute unseren Untergang herbeigeführt. Hm. Ihr meint die Betrogenen? Ja. Sie drangen in überwältigender Zahl in den Dom ein und überrannten uns einfach. Wir hatten nie eine echte Chance.
Ich nehme an, dass Sie den Erzkurator unter Ihren Einfluss brachten, als Sie einen Weg fanden, ins Allerheiligste des Doms vorzudringen. Aha. Es gibt ja noch mehr von eurer Art. Virtur und ich sind die letzten zwei Schneeelfen. Okay, gut, ja. Möge Auriel euren Weg erleuchten. Ja. Oha. Ich muss da durch. Portal so schwarz, pass, oh Gott. Na schön. Was habe ich denn im Moment hier an Gewicht bei mir? Gut. Ich werde das hier speichern und dann gehe ich das nächste Mal in der nächsten Folge da durch. Wahnsinn. Bin ich echt mal gespannt, was uns da hier erwartet. Da hier. Ist auch gut, ne? Was uns da erwartet, was uns hier erwartet, wie auch immer. Okay, dann bedanke ich mich fürs Gucken. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht ihr schon einen Tag, schon einen Abend, für eine Woche oder was auch immer. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge mit ihr hier. Bye, bye.